Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World DS. Ja, kurz überlegen, Tasten und der Sound will nicht so wie ich. Das tut mir wirklich leid, aber da will ich jetzt nichts. Oh Gott, kleiner Augenblick. So, sieht so aus, als würde es jetzt funktionieren. Oh, jetzt habe ich den ersten Text nicht gelesen. Irgendwas könnte, scheint ein spezielles Digimon zu sein. Wie kann ich es digitieren lassen, zu... Achso, es geht um, Pagumon, wie wir ihn zu Attilamon digitieren lassen können. Ann, ist irgendwas falsch? Ich möchte Pagumon gerne helfen, zu Attilamon zu digitieren, Kalumon. Weißt du etwas? Hm, ich verstehe. Und hast du irgendwelche Ideen? Nun, ich denke, schon, aber, momentan ist es viel zu gefährlich. Was meinst du damit? Nun, momentan, es ist in der Chrome Mine, musst du ein Data Core Crystal, Ash ist da, entstanden. Okay. Ruft eine Digitation hervor und es ist möglich, diese Energie zu nutzen. Aber die Energie ist zu stark, ein Digimon könnte sie Kontrolle verlieren und naja, ne? Was ein Digimon so macht, wenn es die Kontrolle verliert. Oh, wirklich? Aber das ist eine Möglichkeit, oder? Nun, ist ja wohl nicht falsch, mal vorbeizugucken. Okay, sei vorsichtig. Ich werde, danke. Hey, Pokémon! Was ist los? Wo geht's hin? Zur Chromine. Okay, sicher. Ich find's süß, wie Pokémon sich entwickelt hat. Also, jetzt nicht von Sinne von Digitieren, sondern einfach, wie er sich vom Verhalten entwickelt hat. Das ist richtig schön. Ja, dann gehen wir gleich mal hier rein. Chromine. Mal gucken, wie wir uns da durchschlagen. Da waren wir schon mal, da habe ich damals Silim mir gesammelt, eine Menge hier trainiert. Also, mal sehen, wo wir hier hin müssen. Mal sehen, ob ich wieder eine Sache in einem Part schaffe. Haha. Ja, Finemon. Bist du stärker als vorher? Ja, ich werde diesen einen Kampf jetzt eben noch mit reinnehmen. So, also, wenn jetzt keine neuen Digimon kommen, werde ich das rausschneiden. Das heißt, da werde ich also nicht kommentieren groß, sondern einfach durchlaufen. Das heißt also, jedes Mal, wenn jetzt der Bildschirm Bling macht und ein Monster kommt, braucht ihr euch nicht wundern, wenn auch ein Schnitt kommt. Oh, what is this? This is the old port, Silim. Ja, weiter. Haben die wilden Digimon zugehört? Keine Ahnung, egal, wir suchen hier einen Kristall. Also gut. Nur mal kurz für zwischendrin. Schaue man sich das doch bitte mal an. Ein Fullscreen, aber jetzt doch wieder schneiden. So, da bin ich wieder. Ja. Wo waren wir? Ich werde rauscutten und so weiter, Bamba. Hoffentlich geht es in die richtige Richtung. Oh, das kennen wir sogar noch gar nicht. Ich meine, das haben wir noch nicht gesehen. Also Dark Lizardmon, das heißt, das werde ich gar nicht rausschneiden erst. Dann machen wir den Kampf einfach mal. Ich denke mal, das wird nicht allzu schwer, hoffe ich mal. 27, wir sind. Okay, ja, okay. Also keine allzu große Herausforderung für unsere Wenigkeit. Ich werde mich wirklich dran gewöhnen müssen, dass ich das jetzt rausschneide, weil das frisst einfach zu viel Videozeit. Aber wie dieses Dark Lizardmon, das kennen wir noch nicht, glaube ich zumindest, dass wir es noch nicht gekannt haben. Deswegen habe ich das jetzt einfach drin gelassen. Hui, weiter geht's. Ja, jetzt hier runter und dann mal sehen, da geht's auch runter und... Hatten wir schon Meteoromon? warum kommen jetzt die ganze Zeit neue Digimon? Ups, ja. Schlecht angewohnt, da drauf drücken zu wollen.
Meteoromon haben wir, soweit ich weiß, noch nicht gesehen, weswegen ich da jetzt auch draufkloppen werde. Live und in Farbe, vertont, ohne Dolby Surround und 3D-Effekte oder sowas. Warum sollte man auch 3D aufnehmen? Also, ist ein wenig sinnlos für Digimon. Wobei, das auf dem 3DS hätte bestimmt auch was. Egal. Wird sowieso nicht in Deutschland rauskommen, ist irgendwie klar. Also, dann gehen wir hier lang und da runter und dann da lang. Kampf. Okay, und da lassen wir es rausschneiden auch wieder. Das wird gerade alles über den Haufen geworden, weil ein Miotismon hatten wir noch nicht. Da bin ich mir doch ziemlich sicher, dass wir das noch nicht hatten. Schlapp. Oh, ja, okay. Der hält doch ein wenig mehr aus als so ein Demi-Devimon, was auch durchaus verständlich ist. Aber da ist er jetzt auch schon tot. So einen Wal auf dem Kopf hat er nicht überlebt. Nur eine Maschine ins Gesicht und ein Wal auf dem Kopf. Ja, das ist eine gute Kombination. Ein Bone irgendwas bekommen. Das gucke ich mir nachher an. Noch braucht man sowas nicht. Hier war nur, wirklich nur. Na, ganz toll. Wieder zurück. Ja, über was wollen wir reden? Keine Ahnung. Über Kämpfe. Wow. Kampf vorbei. War nichts Neues bei. Können wir endlich da hoch? Wo waren wir jetzt? Wir wollten reden über. Nicht über Kämpfe. Kämpfe sind langweilig. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, weil das jetzt so ewig gedauert hat. Und das war wieder ein Fullscreen. Impmon, Wizardmon, Impmon, Wizardmon, Impmon, Wizardmon Screen. Wo sind wir denn hier eigentlich vorhin lang gekommen? Ah, ich hänge an einem Stein fest. Stimmt, glaube ich, jetzt gerade wieder zurück, wie so ein Held. Wie dem auch sei. Auch wenn ich zurücklaufe, das war gerade ein Fullscreen Silly Abteilung und also ja, wo war ich? Zu viele Kämpfe. Wehe, ich laufe zurück. Da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Warum sind hier plötzlich so viele Kämpfe? Da lang und habe ich jetzt irgendwo eine Abzweigung? Ich habe tatsächlich irgendwo eine Abzweigung verpasst. Ich halte es nicht aus. Kämpfe. Na, ich werde das wohl sein lassen. Das ist ja so viel Karten nachher. Nee, das ist ja ekelhaft. Aber selbst wenn, ich hätte jetzt schon 12 Minuten sonst, also ihr werdet jetzt sicherlich nicht bei 12 Minuten sein, weil die Kämpfe rausgeschnitten werden. Na! Darf ich da jetzt irgendwas zu sagen? Also irgendwie nervt mich gerade, dass ich zurückgegangen bin. Ja, das wurmt mich wirklich. Und jetzt ruft Kalimon auch noch an. Nein, so viel Zeitverschwendung heute. Hier auf jeden Fall runter. Dann jetzt mal da oben lang. Kein Kampf, wow. Dann jetzt hier unten lang. Kein Kampf, wow. Schon wieder eine Abzweigung. Gehen wir nach oben und Kampf. No, nach oben. Was haben wir hier? Nichts, nichts, eine Menge nichts. Noch mehr nichts und ein Kampf. Also, abgesehen von nichts und einer lilanen Truhe, die wir, glaube ich, nicht öffnen können. Ja. Nein, du sollst sie nicht zweimal ansprechen. Nein! Okay, abgesehen von Kämpfe und einer lila Truhe ist hier oben nichts. Und Kämpfe, wie gesagt. An der Stelle habe ich jetzt immer mein Thema gefunden, und zwar Meteoromon. Was wir ja vorhin schon gesehen haben, ist gerade nochmal erschienen. Ist, soweit ich weiß, die Entwicklung, eine der Entwicklungen von Gotsumon. Und jetzt gehen wir einfach mal nach unten. Soweit ich weiß, kann nämlich ein Gotsumon sowohl zu, also standardgemäß nach der Serie, ist es damals zu Trikeramon digitiert. Nicht Kitri, sondern nur Keramon, nicht Keramon. Aha, hier, das Digimon, was ich immer noch suche, nämlich die Volldigitationsstufe, das Trikeramon. Keramon ist oben in dem Digifarm zu sehen und hier kommt gerade ein Kampf, in dem ich reinlaber. Hier eben ein kurzer Cut. Also, wie gesagt, das Digimon, was ich immer noch suche. Und hier geht's auch noch weiter. Wo sind wir denn jetzt? Ah. Oh, scheiße.
Die beiden. Ah, ich habe es, den Dr. Core. Wir haben es geschafft, Kane. Oh nein, ihr schon wieder. Oh. Und ihr seid, ach, ihr seid also deswegen hier. Ah, so zu schade, aber auch, es ist unser. Nun, wir haben es, wir können unsere Digimon viel stärker machen. Ausrufezeichen. Hey, warte eine Minute, die Energie ist zu wenn die Energie zu stark ist, werdet ihr ein Problem bekommen. Das sagst du doch nur, weil du es selbst nicht, bekommen hast. Was für eine Schande. Ja, genauso wie dieses Pagumon. Hey, hör nicht auf das, was sie sagen. Sie machen... Aber macht euch nicht immer anlustig. Oh. What? Das weißt du nicht? Egal. Genau, it doesn't matter. Gut, gut. Kane, lass uns sie ignorieren und machen unsere Digimon stärker. Ja, du hast recht. Mega Kaputerimon. Yay! Ich gebe dir diesen Datacore. Oh. Das war Teamspeak. Connection lost, genau. Das lässt Digimon stärker werden. Ja. Oh nein, ihr wollt doch nicht. Wisst ihr was? Ich bin jetzt mal richtig gemein. Ich mache hier einen Cut.